Das freut mich, dass es Ihnen schon wieder so gut geht. Und was Ihre Rückkehr in die Kapitol angeht. Würde ich nichts übers Knie brechen. Wer zu früh kommt, dem bestraft das Leben. Hallo. Becker, das ist aber schön. Wann kommen Sie denn wieder zurück? Ja, ich hoffe bald. Ich dachte, ich könnte das Symposium nutzen, um mich wieder zurückzumelden. Wem? Finde ich einen guten Vorschlag. Ja, gerade nach den letzten Entwicklungen finde ich es gut, wenn wir da vertreten sind. Wo? Da haben Sie sicher recht. Ich bin da bereits akkreditiert und auch eingeplant. Wobei? Jahreskonferenz der deutschen Versicherer. Die wichtigste Fachtagung unserer Branche. Davon könnten Sie auch schon mal gehört. Ja, habe ich ganz viel schon erfahren. Ja, das ist sicher gut, damit auch nach außen klar wird, dass wir hier weiter auf Sie zählen. Ja, bestens. Vielen Dank. Dann melde ich mich bei Ihnen, ja? Oh, das ist aber gar nicht gut aus der Becker. Oh, Gesicht wie ein Geisterfahrer, oder? Mein Lieber. Habe ich nicht. Machen Sie mal um die Zukunft von Herrn Becker keine Gedanken. Für Ihre Zukunft hier im Haus ist wichtig, dass die Schadensregulierung in der Zwischenzeit funktioniert. Und nach allem, was ich da mitkriege, ist da aktuell noch viel Luft nach oben. So. Wie wär's denn mal mit Anklopfen? In meinem eigenen Büro, oder was? Ich grüße mich auch nicht jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe. Sag mal, ist hier die Dicke von RTL durchgerollt, oder was? Hier sieht's ja aus wie in der Spielhölle. Ich glaube, es hackt. Ich find's besser so. Ja, da reden wir dann aber nochmal. So, jetzt pass auf hier. Holsteinchemie, das ist ein dicker Klotz, ja? Das können wir nicht einfach so durchwinken, weil... Ulf? Ja, hab's gehört, dicker Klotz. Ja, Junge, so dünne läuft die Abteilung aber noch nicht. Das ist aktuell noch viel Luft nach oben, ne? Haben wir nicht irgendwas, was für eine Zahlungsverweigerung spricht, oder was? Was denn? Ja, das weiß ich denn nicht. Du sitzt ja jetzt hier. Schuldhaftes Handeln, Prämienverzug. Geh doch mal die Unterlagen durch. So, das ist aber Ihre Aufgabe. Ja, ich muss aber diese Woche noch mal weg. Beruflich. Und mit Holstein könnte man ein Zeichen setzen. Ja, dass wir da oben sehen, boah, da unten der Schadensregulierung, das läuft ja alles super. Aber sowas brauche ich jetzt. Sowas brauchen wir jetzt. Dass wir einfach... Aber Kinder, was ist denn hier los? Ach, hier, weil das nicht klappt, oder was? Ja, aber Kinder, das wird da schon noch. Da würde ich mir jetzt erstmal keinen grauen Kopf drüber wachsen lassen. Und dumm fickt auch gut. Und wenn das stimmt, dann müsste er da eigentlich abgehen wie eine Raumfähre. Ach Gott, Ulf, was ist denn jetzt schon? Das war ein Spaß. Hören Sie sich manchmal auch noch zu, wenn Sie reden? Es kann aber nicht sein, dass es hier drin jetzt nur um Schwanger und Nicht-Schwanger geht. Ja, da draußen, da gibt es zig Milliarden Babys. Da braucht ihr jetzt nicht sofort auch noch eins. Hier drin ist nur das wichtig für Sie. Hier, wie findest du den? Boah, der geht gar nicht. Also, sorry, ich weiß, dass du sowas schön findest. Sowas? Ja, halt so bemüht businesslike. Was du halt immer so anhast. Bomberg scheint bemüht businesslike jedenfalls nicht so schlecht zu finden.